Elixit. Nee, nee, alles gut. Ja, ich weiß, du liebst mich, ich dich auch. Wunderschön. Hä? War hier nicht gerade so ein cooler Wirbel? Ja. Ich werde hier auf den Garten. Ach, nö, Mann, ich würde doch bloß mal. Das ist was Cooles. Ich werde hier auf den Mann. Menü, gerade das Interessante, ne? Gerade das Interessante, darf man sich wieder näher angucken. Vielleicht von der Seite? Ich würde halt gerne sehen, was es denn ist. Das ist, ja, irgendwie wie so ein Elex-Vorkommen oder so. Ja, cool. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier unseren Freund finden, der uns hier die Quest mal verkauft hat. Wo auch immer der ist. Wir könnten hier auch mal wieder bei ihm vorbeischauen und ihm sagen... Ja, was sagt man ihm denn? Keine Ahnung. Mist, wo war denn der Typ? Der war irgendwo an der Straße, dachte ich. Ich laufe jetzt mal hier an der Straße lang. Vielleicht findet man. Was ist denn hier? So habe ich mir das nicht vorgestellt, mit an der Straße langlaufen. Oh, hier ist was. Ein Toter. Ein einfacher Outlaw, okay. Ja, von mir aus. Das tut mir nicht weh. Oh. Das da vorne tut mir doch weh. Das sind Schleimdrakuns, glaube ich. Die haben ja doch ein bisschen was drauf. Da ist ein Terrorvogel. Das wäre nicht so schlimm. Irgendwie bin ich froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Warum? Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah. Wollen wir mal gucken? Ja, Terrorvogel. Vorsicht! Es mischt sich schon mal kein anderer ein, das ist gut. Ja. Boom. Ey, lass meine Frau in Ruhe. Geh weg. Nein, nein, nein. Der hält aber gut was aus. Ah, sehr schön. Unser Terrorvogel ist tot. Der Vogel des Terrors. Hinüber. Das ist schon mal gut. Ich habe gerade auch gespeichert. Falls hier gleich noch mehr kommt, was garantiert kommen wird. Weil das sind ja noch auf jeden Fall die beiden Schleimdrakuns. Also ich glaube, das sind Schleimdrakuns. Diese Gebäude habe ich schon öfter gesehen. Ah, ein Schlafsack, wunderbar. Gut waren. Es wundert mich, dass nur ein Teil des Gebäudes Wände hatte. Was macht man mit einem Haus ohne Wände? Tja, was macht man mit einem... Achso, Tankstelle. Ja. Das ist damit der Kopf nicht nass wird. Das hat so, ja, seine Bewandtnis. Damit auch große Objekte rein und raus können. Sag mal jetzt einfach mal. So, wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Werden hoffentlich in der Nacht nie überfallen. Hätte ich vielleicht die Öllampe stehen lassen sollen, weißt du, ne? Aber hier wurde alles mitgenommen, ne? Aber keine Bedenken haben wir da nicht. Eine Anleitung für einen Wachmacher. Ja, werden wir nicht brauchen. Weil ich bin wach. Ach nee, das ist... Ist das ein Schleimdrakon? Mit die Vermutung, dass es einer ist, ne? Ja, ich glaube, das ist einer. Und der kommt jetzt auch. Leider sein Kumpel auch. Was doof ist. Er hat gar keinen Totenkopf. Boom. Der andere, das ist jetzt sehr doof, ne? Ja, zieht mal einfach an. Dumm, 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 dumm. Schnell in Deckung. Neben. Ah. Kaya. Rette mich. Ja. Jetzt zünden sie an, dann geht das. Das ist ja bloß nur der eine hier. Ja, nimm das. Schleimi. Schleimbeutel, du. Ja, ja. Das Angreifen habe ich genau gesehen.
Ja, mach einen Schrei. Einen Kampfschrei. Da wird dir nichts nützen. Sehr gut. 160 Erfahrung pro Schleimdrakun. Wir haben 2 aufs Malblatt gekriegt. Dank der Magie, muss man natürlich sagen. Ne? Wir haben wieder heldenhaft gekämpft. Mit Wegrennen. Aber die Taktik ist halt einfach auch stark. Ne? Einfach anzünden, fortrennen. Sauber. Magier, ne? Eine Anleitung. Amulett der Verteidigung, okay. Können wir uns mal angucken, aber ich glaube, ich kann es nicht bauen, oder? Oder habe ich Schmieden gelernt? Weiß es nicht. Hier ist ein verschlossener Tresor. Enter-Code. Da muss dann hier irgendwo eigentlich ein Code sein. Natürlich jetzt die Frage, wo... Vielleicht da oben irgendwo? Das wäre ja hübsch, wenn wir jetzt noch gleich den Code finden würden. Da ist... Das ist Papier. Ich sehe es ganz deutlich. Da ist noch mehr. Aber wir sehen jetzt hier gerade keinen Code, ne? Hier steht auch keiner. Muss man mal so ein bisschen rumgucken. Huch. Zu Tode programmiert. Vorbei. Eine Wasserflasche und einen Energieriegel nehmen wir mit. Hier, Spielzeugauto ist ganz toll. Könnten uns nochmal schlafen legen, wenn wir ganz verrückt sind. Sanftes Toilettenpapier. Hier steht aber auch kein Code. Ja, ich schlafe jetzt doch nochmal ganz kurz. Um das Mana wieder voll zu kriegen. Ich brauche einen Code. Verstaubter Zettel hat doch bestimmt einen Code, oder? Bitte, verstaubter Zettel, habe einen Code. Da. Es ist mal wieder soweit. Der 6.5. und wieder ist meine Kleine ein Jahr älter. In diesem Päckchen findest du eine kleine Überraschung zu deinem besonderen Tag. Okay, 0605. Versuchen wir das mal. Merken wir uns ganz kurz, der verstaubte Zettel 0605. Vermutlich ein altes Notizbuch. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Vielleicht steht da ja noch was Interessantes drin. Wie hieß das Ding? Verstaubtes Notizbuch, ne? Oder altes Notizbuch? Ja, altes Notizbuch. Jeden Tag sehe ich mehr Fahrzeuge. Sie fahren alle zu diesen großen Militärstationen. Die haben sie ja auch quasi über Nacht aus dem Boden gestampft. Irgendwas ist da doch gehörig faul. Ich habe bis heute noch nichts davon in den Nachrichten gehört. Sie halten alles unter Verschluss. Und wir Normalsterblichen werden im Dunkeln gelassen. Aber ich will auch gar nicht wissen, was die da treiben. Ich kann sowieso nichts machen. Morgen hat meine Kleine Geburtstag. Ich muss noch ein Geschenk suchen. Hoffentlich habe ich noch was. Was kaufen kann ich ihr wieder nicht. Ich wünschte, diese Zeiten wären bald vorbei. Lange geht es hoffentlich nicht mehr so. Wer weiß, vielleicht bauen sie ja ein paar Luxuswohnungen und Hotels hierhin. Jetzt, wo so viele Leute in diese Militäranlage wohnen, vielleicht bekomme ich dort einen Job. Das wäre natürlich schön. Aber das war wohl nicht so. War das 0605? Ich glaube 0605, ne? Wollen wir mal probieren? 0605? Geht doch. Ja, sehr schön. Geldbündel und cooles Auto. Ja, habe ich jetzt das Geschenk von der Tochter geklaut. Das finde ich jetzt vielleicht nicht ganz so cool. Aber dafür ist jetzt kein Schleimdrakun mehr da, ne? Es ist, hat ja alles so seine Vorteile auch. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das hier für ein Weg? Ist vielleicht irgendwas Cooles auf dem Dach? Nö. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Na gut. Gut, wo sollte dann jetzt aber unser Questgeber sein? Ansonsten muss ich die Quest halt mal ganz schnell in meinem Questlog aktivieren. Dann sehen wir es ja. Dann müssen wir hier nicht ganz so ziellos durch die Gegend stromern. Oh, da war was. Eine Sprenggranate. Ja, ich habe meine eigene Sprenggranate hier. Feuer frei. Das macht Laune. Ich hätte vielleicht doch das Gift, die Giftfaust
als wir das nehmen sollen. Aber wir sind ja schon fast Krieger, Erzberserker. Ich glaube, dann kriegt man den letzten Spruch. Dann haben wir nämlich alles. Dann haben wir Gift, Eis und Feuer. Ja, genau. Einfrieren, dann wird es alles kein Problem mehr. Aber wo ist jetzt der Kollege, der hier war? Ich dachte, der wäre hier irgendwo gewesen. War das vielleicht hier bei dem Auto? Da, ja, hier ist auf jeden Fall jemand, aber das ist nicht der, den ich gesucht habe. Es sind sogar zwei. Ein großer und ein kleiner. Na, hoffentlich sind das nicht die beiden, von denen wir da gelesen haben. Das wäre ein bisschen schade. Ja, und hier sind wir vor uns lang gekommen. Ich werde gleich mal den Questlog anmachen und einfach fragen, wo der Typ hin ist. Mr. Questlog, wo das vielleicht wissen. Hier. Mach hier nicht so einen Aufstand. Einfach mal tot gehen. Genau, jawohl, Kaya. Immer schön drauf. Und nach dir mache ich weiter. Dem haben wir es ordentlich gezeigt. Der wusste nie, wo vorne und hinten ist. Ja, ich mache jetzt hier meinen Questlog auf, komm. Bevor wir jetzt hier ewig rumsuchen, das muss ja nicht sein. Hier Quests, das ist auf jeden Fall... Big Bang ist mir doch wurscht, Hauptmission ist es auch nicht. Ein ausgekonterter Ray, nee, das ist ja hier Gefährten, machen wir auch gerade nicht. Das ist besser. Nee, ist es auch, ne? Tavare ist das, hier die Mutprobe. Roger, hier. Alles Roger im Kampf. Der ist hier. Hier unten, oder was? Ach, wohnt der hier? In der Hütte? Ja, cool. Okay. Hallo, Roger. Hier, guck mal. Ich bin im Konverter gewesen. Ich habe die Mutprobe bestanden. Ich habe die Mutprobe bestanden. Du hast das Teil tatsächlich. Respekt. Du bist wirklich ein ganz harter Hund. Ich habe ehrlich gesagt mehr als gezweifelt. Hier, das bin ich dir schuldig. Ja, du bist ja auch, ne? Du bist ja einem Alpkommandanten begegnet. Wir haben schon ein bisschen was drauf. So, was kannst du mir sonst über die Wüste sagen? Was kannst du mir sonst über die Wüste sagen? Sie ist ein beschissener Ort. Wow. Wenn du irgendwo einigermaßen sicher pennen willst, geh ins Vor. Das ist östlich von hier. Ja, da war ich schon. Da war ich schon, das kenne ich ja schon. Ja, ganz toll. Na gut, da haben wir jetzt hier 700 Erfahrung, haben wir, glaube ich, gekriegt für den Spaß. Und noch ein bisschen extra, wo wir den schon eingesammelt haben. Gab es ja auch 400 oder so. Aber ich habe fast das Gefühl, diese Gegner umzubringen, bringt auch ganz gute Erfahrung inzwischen. Wir können ja mal gucken, Stufe 21, auf dem Weg Richtung 22 sind wir. Und ja, mit 25 werden wir Erzberserker. Die Quests dafür haben wir ja schon alle erledigt. Es fehlt ja wirklich bloß noch an Erfahrung. Ich weiß jetzt auch nie, wo ich die Erfahrung hernehmen soll, muss ich mal ehrlich sagen. Was wir natürlich noch machen können, wenn wir jetzt hier mit Ray, wenn wir Ray abgefrühstückt haben, dann könnten wir natürlich uns das Tal der Verlassenen nochmal ein bisschen angucken. Ne, da ist ein großer Teil, den wir uns noch gar nicht angesehen haben. Und da wir ja jetzt doch so ein bisschen eine gewisse Kampfstärke haben, können wir da ja schon mal gucken gehen. Das geht ja jetzt alles ganz gut. Ich muss auch sagen, vor allen Dingen gegen so Schakale und so, ist dieses Eisschwert, glaube ich, ziemlich geil eigentlich. Wenn ich so drüber nachdenke. Weil die... Ich glaube, die Sandteufel sind eigentlich auch relativ flott und... Ne, da hat man jetzt eigentlich kein Problem. Die tust du immer anhacken. Dann kriegen die den Eis-Debuff drauf und dann... Hackst du weiter drauf quasi, in aller Ruhe. Das ist eigentlich schon ganz cool. Aber mal gucken. Ja, hier, die Ratte ist ganz, ganz starker Gegner. Voll daneben gewuchtet. Also die Ratte. Aber ich glaube, ich mache echt wenig Schaden. Also durch normale Angriffe. Aber dafür hat man halt diesen Eis-Debuff. Ist halt die Frage. Ah, hier ist Skeksi. Wenn wir das Schwert aufwerten, dann ist ja der Eis-Debuff weg. Ach ja, sicherlich. Erzähl das doch deiner Oma.
Ja. So, sieht's aus, wenn man eingefroren ist übrigens, ne? Kannst du mal gucken, Skeksi. Boom. Mist. Die ist ausgewichen, gerade dem Kombo-Schlag, das war ein bisschen doof. Boop, daneben. Hier, nimm das. Mist, ja, genau, weich in die Richtung aus. Perfekt. Ja, Kaya, hau drauf. Oh, die Skeks hat daneben gehauen, aber ich hab getroffen. Die hält schon noch gut was aus. Ich glaube halt, die hatte auch nicht so ein Problem mit Eis. Wäre ich wahrscheinlich mit einer normalen Waffe auch stärker unterwegs. Vielleicht mache ich mir ein zweites Breitschwert ins ohne Eiseffekt. Für Viecher, wo man keinen Eiseffekt braucht. Huch, das war auch die falsche Taste. Ich gerade so überlegt. Ich hatte mir auch überlegt, dieses Kriegsschwert oder so, oder die. Oder das Hornschwert auf Stufe 2 zu prügeln. Und das einfach so zu lassen, wie es ist. Und das ist dann meine Zweitwaffe. Wir haben hier eine Metallschwinge, die macht nix. Kann ich nicht immer anwenden. Also wegen 2 Konstitution, die ist auch schwach. Ignis Artefakt geht noch nehmen. Da fehlt noch Geschick. Und ist auch nie besonders stark. Tolle Wurst. Energie Dual Hammer auch zu schwach. Nur das Giftkriegerschwert 2 bringt noch irgendwas. Aber das können wir noch lange nicht anwenden. Da fehlen noch 10 Stärke. Was haben wir hier? Genau, das Hornschwert auf Stufe 2 wollte ich nämlich bringen. Das könnte noch cool sein. Das wäre nochmal so eine Idee. Das können wir auch machen, wenn wir wieder in der Stadt sind. Ich kann es glaube noch nicht tragen, weil die Werte dafür fehlen. Das braucht glaube ich ein bisschen mehr Geschick oder so. Ja, wir laufen jetzt hier so durch die... tappern so durch die Wüste. Hier, das Ding habe ich mir noch nie angeguckt. Das gucken wir uns jetzt mal an und dann gehen wir mal dahin. Ich würde ja gucken, wie es da aussieht. Da ist so ein komischer Molch, ja. Wie ist ganz... ja. Wenn ich schon keinen Schaden mache, meine Kaya schon. Top. Oh, ich schön in den Arsch. Fetzt. Ja, ich glaube schon, dass das Eis irgendwie ein bisschen weniger Schaden macht. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Na, und hier ist es wieder. Was ist denn das? Radio Duranz. Und irgendein Gegner. Ach so, das ist so einer, ja. Oh, 2. Ach, das ist ein Molch, okay. Ja, Molch, verzieh dich. Muss bloß aufpassen, dass der andere nicht kommt. Während wir hier gerade mit dem Molch beschäftigt sind. Gehst du auf mich? Ja. Müller zu stark, wa? Hier, komm, mach mal langsam. Boom. Wobei, der scheint immun dagegen zu sein, ne? Weil der kriegt diesen Frosteffekt nie so richtig drauf. Alter. Voll daneben gehackt. Ja, geh drauf. Ja, der kriegt den Frosteffekt nicht so richtig. Ein bisschen schade. Das hängt da fest. Kann doch mal gucken. Ja, hast du mich erwischt. Bin stolz auf dich. Und tot ist er. Aber die bringen noch gute Erfahrung. Aber der ist echt der... Frosteffekt, sagt er. Juckt mich nicht, ne? Hier können wir schlafen. Nice, gebratenes Fleisch. Da können wir doch gleich mal schlafen. Das ist super. Perfekt hier hingelegt. Was Meine, das früher wohl mal war? Ja, irgendwas Radioaktives, kann ich dir sagen, ne? Oh, Mine. Wir gehen hier mal rum. Hab die Vermutung, hier ist irgendwas Cooles. Also hoffe ich. Wäre cool. Wäre cool, wenn es cool wäre. Ist hier irgendwas drin? Nee, nix. Warst du das, Kaya? Oder war ich das? Ja, super. Hier, geh mal rüber. Hier ist ein Erzbrocken. Der ist ganz wichtig. Den muss man mitnehmen.
Das macht so viel Schaden. So viel Schaden. Alles mitnehmen. Hier war ein Outlaw. Nein, ich würde jetzt den Elex-Beutel haben. Mittlerer, immerhin. Ja, 25 Elixid. Kann ich den Schlafsack nutzen? Ja, nice, dann nutzen wir den noch glatt. Ah, frisch erholt. Unter da. Was ist denn das, was hier so wehtut? Oh. Machen wir hier schon mal. Kommt mir so bekannt vor. Ein Reaper. Hier. Feuer frei. Achtung! Ja. Neben. Feuer. Ich glaube, den kriegt man ganz gut mit Feuer hinüber. Ja, kein Problem, ne? Einfach ausweichen und erledigt. Hübsch. 90 Erfahrung. Totenkopf, kein Problem. Der mochte das nicht so, ne? Der ist halt langsam. Und dadurch kann man den so richtig schön in den Arsch verbrennen. Einfach mal anzünden im Zweifel. Das war doch hier... Hier waren wir doch, oder? Durch diesen Canyon bin ich, glaube ich, schon mal. Das ist schon ein ganz paar Folgen her. Damals sind wir hier noch weggerannt. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ich glaube, hier sind wir weggerannt. Oh, hier ist irgendwas. Befehl schreiben. Wollen wir mal gucken? Oh, klar, ja. Nachrichten. Befehl schreiben. Die hier unten irgendwo kommen, da. Nach eigener Prüfung wurde ihre Mission als gescheitert eingestuft. Sofortiger Rückzug zum Hort und dort unverzüglich Meldung machen. Okay. Frag mich, wie das Schreiben hergekommen ist. Per Brieftaube oder was? Ach, hier ist gar nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich da mal Angst gehabt haben sollte. Aber wer weiß, da war bestimmt mal ein Grund. Und nehmen wir erstmal die 4 Erz mit. Brauchen wir vielleicht nochmal zum Aufwerten. Bin bei den Waffen noch nicht sicher, wie ich mir die hier auf die... Wobei, ich kann das Feuer auf die 3 legen. Die Eis, das Eisding kommt weg, weil das nutze ich eh nie. Das ist nämlich doof. Und dann kommt Horn auf die 2 oder so. Auch echt mal was gegen... Ich guck mal, ob ich eine Gasmaske finde und ob das dann hilft gegen das Zeug. Ich bräuchte Strahlungsschutz, ne? Strahlung ist das. Gar nicht gut. Cool. Cool, wie das hier halt. Da vorne ist ein kleiner Vogel. Ah, mein Freund. Hier, guck mal, ich habe ein Eisschwert, das fetzt. Oh, ja. Sage, das fetzt. Ausgewichen. Gerade meine Combo-Attacke wieder, ne? Ja. Easy. Easy, easy. Der hat sogar Fleisch mit für mich. Das ist immer ganz nett. Gibt's einen Daumen hoch für. So, eigentlich wurde man ja zu Ray, ne? Sind wir jetzt indirekt auf dem Weg. Hier. Hier ist Lava. Hier ist schön warm. Ja, wie gesagt, das ist hier das Ding, wo wir schon mal waren. Das hier war so ein Versteck von der Räder, was wir platt gemacht haben. Hier ja auch. Das war irgendwie der Vorposten. Ich glaube, da sind jetzt alle überall keine Gegner mehr. Wenn wir die schon eliminiert haben. Felsenassel nimm mit.